Einen wunderschönen. Heute mal wieder ein kleines Tutorial, diesmal sogar mit einem anderen Motiv. Danke an die liebe Rose an dieser Stelle. Heute geht es mal um so ein paar Presets, was ihr hier oben findet. Natürlich, wie sonst auch immer, einmal die Vorbearbeitung. Wie gesagt, ich mache immer einmal die Autobearbeitung. Guck, ob alles passt für das Video. Hey, passt das gerade? Gehen dann hier oben einmal auf die Presets, schließen noch einmal die Bearbeitung und haben hier so ein paar Voreinstellungen. Auch wenn Fotografen immer nur ungern irgendwelche Filter über irgendwelche Bilder legen, gehen wir heute mal auf so ein paar Grundsachen ein. Wie ihr zum Beispiel jetzt hier schon seht, ist dann das Bild an sich eher in einem komplett anderen Stil, nenne ich es jetzt gerade mal, wo ihr dann hier einfach mal durchgucken könnt. Gibt es natürlich einmal auch für den Himmel zum Beispiel. Manchmal dauert es ein klein bisschen. Hier ist es jetzt gerade nicht ganz so aktiv, aber wir gucken uns das Bild im Allgemeinen gerade mal ein bisschen an. Haben, wie gesagt, ziemlich viele verschiedene Motive bzw. Optionen. Ich nehme einfach mal jetzt hier unten den Videokreativ-Reiter, der mir persönlich bei dem Bild auch sehr gut gefallen hat. Auch drumherum auch noch so ein bisschen diesen schwarzen Einrahmungskreis, nenne ich gerade mal. Wo das aber zum Beispiel noch besser auffällt, ist bei VCR08. Wählen wir das einfach mal aus. Wir können das Ganze dann natürlich noch dementsprechend in der Stärke anpassen. Eintragen können wir die Nummer leider selber nicht. Umso weniger wir zum Beispiel die Stärken nehmen, umso mehr Farbe kommt zum Beispiel auch wieder rein. Wenn ihr jetzt seht, das Ganze ist natürlich jetzt eher so in diesem Schwarz-Weiß-Stil. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen runternehmen, kommt die Farbe natürlich gerade, wie man hier sieht, auch ganz gut wieder. Ist natürlich jetzt auch eins meiner Lieblingsbilder, sage ich mal. Darum habe ich das zum Beispiel auch für die Watercon diesmal als Anzeigebild genutzt. Lassen wir das Ganze einfach mal mit dem und nutzen mal jetzt ein Bild, wo so ein bisschen dichter dran ist, also mehr so ein Porträtstil. Auch einmal wieder Schema F. Wenn wir jetzt hier einmal den gleichen Stil nehmen, ist es natürlich das gleiche. Können hier aber natürlich auch so ein bisschen durchgehen. Manche Sachen passen natürlich ein bisschen besser als andere, aber das ist dann in dem Fall dir überlassen, je nachdem wie du es gerne auch haben möchtest. Gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Von diesem Schwarz-Weiß bin ich jetzt, also komplett Schwarz-Weiß bin ich jetzt natürlich nicht so der Fan. Man kann es natürlich jetzt auch einmal so machen, dass man den Hintergrund einmal schwarz-weiß nimmt und das Ganze dann einmal bearbeitet mit den Presets. Also, wie wir schon im vorherigen Video gelernt haben, einmal den Hintergrund auswählen lassen, dann die Sättigung einmal komplett raus, wechseln wieder rüber, wie gerade bei dem anderen Schema schon. Gut, hier fällt es natürlich nicht so auf, aber da kann man dann natürlich dementsprechend auch noch ein bisschen was machen. Lasst mich auf jeden Fall gerne mal wissen, wie ihr das Ganze macht. Inwiefern, ob, wenn ihr zum Beispiel auch Lightroom nutzt, ob du mit den ganzen Sachen von Preset-Sachen auch arbeitest oder eher nicht. Wenn du schon die Maske einmal eben wieder alle Masken löschen. Gehen wir wieder rüber ins Preset. Haben wir natürlich, wie gesagt, viele Optionen. Je nachdem, wie ihr das Ganze natürlich dann haben wollt. Entschuldigung. Zähne bleichen. Sieht man natürlich nicht. Man muss es natürlich auch mal dementsprechend anpassen. Ich kann jetzt nur aus der Porträtfotografie bzw. Cosplay-Fotografie sprechen. Und da finde ich es persönlich
hier und da schon ganz schön, weil ich mal das auch zu machen. Muss natürlich wissen, wofür man das nutzen möchte. Aber das für heute dazu. Könnten wir natürlich gerne in den Kommentaren schreiben, nutzt ihr das auch? Ja, nein, was nutzt ihr überwiegend? Vielleicht auch aus anderen Bereichen. Wenn du sowieso schon unten auf dem Weg bist, kannst du gerne noch ein kostenloses Abo da lassen. In meiner Videobeschreibung sind natürlich noch meine Social Media Links drin, da könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeigucken. In dem Sinne sehen wir uns dann schon beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.